Organtransplantationen im AKH, der Wirbel um Max Lercher und der Equal Pay Day, das sind unsere Themen heute. Herzlich willkommen bei Ihren KRONE News. Aus dem AKH liegen der Kronenzeitung Abrechnungen für Organtransplantationen vor, die einige Fragen aufwerfen. Konkret besteht der Verdacht, dass eine Vorrückung bzw. eine Platzierung auf der Wiener Organliste erkauft worden sein könnte. Die Süddeutsche Zeitung hatte den Fall einer Griechin aufgebracht, die ungewöhnlich schnell auf dem Operationstisch gelandet ist. Der betroffene Arzt sowie das AKH haben den Vorwurf entschieden zurückgewiesen. Sie haben argumentiert, es gäbe aus Griechenland viel mehr Spenderlungen als Transplantationspatienten. Die Patientin, um die es geht, wäre ausnahmsweise nach Wien geflogen worden, weil die Ärzte in Griechenland die komplexe Operation nicht bewältigen hätten können. Jetzt widerspricht ein Vorstandsmitglied von Eurotransplant, der Organisation zur Vermittlung von Organen. Es seien demnach viel mehr griechische Patienten in Wien operiert worden, als man Lungen aus dem Land erhalten hätte. Der KRONE liegen Honorarnoten vor, wo nach einem griechischen Selbstzahler das Dreifache verrechnet wurde wie einem österreichischen Privatpatienten. Anonyme Quellen in der SPÖ haben das Gerücht in die Welt gesetzt, Max Lercher würde als Berater der SPÖ 20.000 Euro Gage beziehen. Der Steirer, der diese Woche in den Nationalrat einzieht, lässt das nicht auf sich sitzen. Er gibt an, 6.000 Euro brutto als Chef einer Beratungsfirma zu kassieren. Nach seinem Einzug ins Parlament wird die Summe auf rund die Hälfte reduziert. Die Solidarität mit Lercher innerhalb der Partei ist groß. Die Burgenländer verlangen sogar, die für das Gerücht Verantwortlichen aus der Partei auszuschließen. Wer das Gerücht aber in die Welt gesetzt hat, ist immer noch unklar. Viele Genossen verdächtigen allerdings SPÖ-Geschäftsführer Christian Deutsch. Der weist jede Schuld von sich und will klagen. Im oberösterreichischen Perg hat ein dreijähriger Bub einen Arm verloren. Der Kleine hat in eine Förderschnecke gegriffen und wurde bis zum Oberarm in die Maschine gezogen. Der Notarzt musste den Arm noch vor Ort amputieren. Eine Replantation war unmöglich. Ein Prothetikexperte aus Linz macht aber Mut. Er weiß, dass Kinder mit Prothesen natürlicher und schneller umgehen als Erwachsene. Und er ist sich sicher, dass die Prothetik sich in der näheren Zukunft stark verbessern werde. Heute am 21. Oktober ist Equal Pay Day. Das heißt, bis zum 21. Oktober verdient ein Mann so viel wie eine Frau das ganze Jahr über. Ab 21. Oktober arbeiten Frauen quasi gratis. Knapp 42.000 Euro verdient eine vollzeitarbeitende Frau durchschnittlich im Jahr. Das sind etwa 10.000 Euro weniger als ein Mann mit derselben Arbeitszeit. Die Gründe dafür sind vielfältig. Frauen wählen häufiger schlechter bezahlte Branchen oder haben aufgrund der Kindererziehung weniger Dienstjahre. Selbst bei gleicher Ausbildung, Qualifikation und Erfahrung bekommen sie oft schlichtweg weniger bezahlt als ihre Kollegen. Die Lohnschere schließt sich zwar, aber langsam. Seit 2010 hat sich der Equal Pay Day um einen knappen Monat nach vor verschoben, vom 29. September auf den 21. Oktober. Wir schauen ins Ausland. Boris Johnson hat von Gesetzes wegen bei der EU einen neuen Brexit-Aufschub beantragen müssen. Jetzt hat er aber einen zweiten Brief nach Brüssel geschickt. Darin widerspricht er dem ersten Brief, spricht sich persönlich gegen einen Aufschub aus und will keine weiteren Verhandlungen mehr. Johnson will diese Woche einen neuen Anlauf unternehmen, um seinen EU-Deal durch das Parlament zu bringen. Gleichzeitig könnte dem Premier ein Gerichtsverfahren wegen seines zweiten Briefes drohen. Und Australiens große Tageszeitungen sind am Montag mit geschwersten Titelseiten erschienen. Es handelt sich um eine Protestaktion gegen eine zunehmende Einschränkung der Pressefreiheit. Auf Blättern wie dem Sydney Morning Herald oder dem Australian verdecken heute schwarze Balken Text und Fotos. Mit der Aktion wird gegen eine Reihe von Gesetzesverschärfungen protestiert, die Journalisten die Arbeit erschweren und gegen die Durchsuchung von Redaktionsräumen durch die Polizei. Das waren soweit die wichtigsten Meldungen für heute. Ich hoffe, Sie sind gut in die Woche gestartet und ich freue mich, dass Sie bei uns sind.